Sonntag, 10 vor 10. Herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2. Die Lieferschwierigkeiten bei den Corona-Impfstoffen bringen den Plan der EU gehörig durcheinander. Nadelöhr. EU-Ratspräsident Michel will um weitere Impfdosen kämpfen. Das Ziel, bis zum Ende des Sommers 70% der Bevölkerung zu immunisieren, wackelt. Live im Studio ist Infektiologe Herwig Kolleritsch. Verrat. Mehrere Beamte des BVT sollen nebenbei für Wirecard gearbeitet haben und geheime Daten weitergegeben. Auch die Flucht von Jan Marschalek soll einer von ihnen orchestriert haben. Am Wochenende gab es 3 Festnahmen. Tage des Zorns. Der arabische Frühling jährt sich zum 10. Mal. Von der Hoffnung am Beginn des Jahres 2011 blieb aber nur wenig. Langsam, aber doch, sinken aktuell die Corona-Neuinfektionszahlen. 1.202 neu festgestellte Infektionen, deutlich weniger als gestern und auch weniger als vergangenen Sonntag. Auf den Intensivstationen gibt es wenig Veränderungen mit aktuell 320 Menschen mit Covid-19-Erkrankung. Vergleichsweise wenige, nämlich 29 Tote gab es in den vergangenen 24 Stunden. Langsam werden auch immer mehr Österreicherinnen und Österreicher geimpft. 170.000 Impfungen gegen eine Corona-Erkrankung soll es laut Gesundheitsministerium in Österreich bisher gegeben haben. Das wären 1,9% der Bevölkerung und damit liegt Österreich ziemlich genau im EU-weiten Schnitt. Obwohl alle Länder umgelegt auf die Bevölkerung gleich viel Impfstoff erhalten, schaffen es einige schneller zu impfen. Im viel kleineren Malta sind es bereits 4%. Aber auch der knapp 6 Millionen Einwohnerstaat Dänemark liegt mit 3,4% deutlich über dem Schnitt der anderen Staaten der Union. Miriam Beller über einen Verteilungskampf der anderen Art. Die angekündigten Lieferprobleme der Pharmakonzerne haben den Impfplan der EU heftig ins Wanken gebracht. Mehr als 70% der erwachsenen Bevölkerung sollten eigentlich bis zum Sommer geimpft sein. Das dürfte jetzt schwierig werden. EU-Ratspräsident Charles Michel versucht Druck zu machen und warnt die Hersteller vor möglichen Konsequenzen. Das möchte ich im Namen der EU sagen. Wir erwarten, dass die vereinbarten Verträge mit internationalen Pharmakonzernen eingehalten werden und wir erwarten Transparenz. Unzufriedenheit herrscht nicht nur in Brüssel. Der italienische Außenminister Luigi Di Maio wiederholt heute, was auch Premierminister Giuseppe Conte schon angekündigt hat. Italien wird rechtliche Schritte einleiten, nach Pfizer nun auch gegen AstraZeneca. Wegen der Engpässe muss die italienische Impfkampagne empfindlich eingebremst werden. Erst in 4 Wochen kann mit der Impfung von Menschen über 80 begonnen werden. Probleme gibt es aber auch mit den schon vorhandenen Impfdosen. In Spanien überschattet ein in Österreich nicht ganz unbekanntes Problem die Impfkampagne. Neben einigen Lokalpolitikern haben ranghohe Militärs bereits das Vakzin erhalten, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren. Das hat jetzt erste Konsequenzen. Der Generalstabschef ist nach seiner verfrühten Impfung zurückgetreten. Schneller als alle EU-Mitgliedsländer impft das nicht mehr EU-Mitglied Großbritannien. Hier ist der Impfstoff von AstraZeneca schon im Einsatz. Davon profitieren vor allem ältere Menschen. Mehr als 5 Millionen Menschen wurden geimpft. Stand heute sind 3/4 der über 80-Jährigen geimpft. Das ist ein großartiger Fortschritt. Und wir sehen ähnliche Zahlen in den Pflegeheimen. Ungeschlagen bleibt aber weiterhin Israel. Mehr als ein Drittel der 9 Millionen Einwohner haben die erste Impfdosis schon erhalten. Jetzt werden gezielt Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren mit der Zustimmung ihrer Eltern immunisiert. Das soll ihnen eine relativ ungestörte Vorbereitung auf die Matura ermöglichen. Der Fall Israel zeigt aber auch, dass trotz der Impfungen vorerst weiter Geduld gefragt ist. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch und die israelische Regierung hat am Abend entschieden, den Flughafen Ben-Gurion für eine Woche zu schließen. Das Land werde hermetisch abgeriegelt, sagt Ministerpräsident Netanyahu. Damit soll die Einschleppung weiterer Virusmutationen verhindert werden. Und live in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt den Infektiologen Herwig Kolleritsch, der auch Mitglied des Nationalen Impfgremiums ist. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Kolleritsch, zu Beginn des neuen Jahres gab es ja von vielen Politikern viele Versprechungen, wann denn welche Gruppe genau bis wann geimpft ist. Waren die im Nachhinein alle zu optimistisch? Naja,
Es ist ja schon gesagt worden, wir haben zwar kein Bestellproblem gehabt, das heißt, die Europäische Union hat sich mit entsprechenden Bestellmengen sicherlich eingedeckt, aber wir haben ein Lieferproblem. Und das Lieferproblem überschattet jetzt natürlich die Ausrollung des Impfprogrammes und führt zu Verzögerungen, was zweifellos sehr, sehr frustrierend ist. Sie haben schon vor diesen jüngsten Verzögerungen den Impfplan der Bundesregierung als, Zitat, unrealistisch bezeichnet. Was ist denn realistisch aus Ihrer Sicht? Bis wann werden denn zumindest die Hochrisiken Gruppen tatsächlich geimpft werden können? Nun, wie gesagt, das hängt in erster Linie davon ab, wie gut der Nachschub an Impfstoff funktioniert. Ich bin überzeugt, dass die Ausrollung des Impfprogrammes in Österreich selbst nicht mehr das große Problem ist. Das war vielleicht in den allerersten Tagen ein bisschen schwierig, weil das ist am Anfang sind solche Aktionen immer etwas holprig. Aber jetzt, glaube ich, sind alle soweit vorbereitet und jetzt warten wir nur eigentlich auf das Material, um es zu verimpfen. Sie haben an den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums mitgearbeitet. Von Ihren 7 Risikogruppen, die Sie in diesem Papier festgelegt haben, sind in der Impfstrategie der Bundesregierung nur 3 Gruppen übrig geblieben. Ist das vernünftig oder braucht es eine feingliedrigere Aufsplitterung der Gruppen, wie Sie sie vorgenommen haben? Man muss hier unterscheiden zwischen dem, was medizinisch-wissenschaftlich sinnvoll ist. Das haben wir gemacht, um hier möglichst eine genaue Differenzierung zu machen. Und dann natürlich hat man auf der anderen Seite die Version, die man braucht, um das Ganze auch pragmatisch auszurollen. Und hier gibt es natürlich Vereinfachungen, das ist gar keine Frage. Die beiden Impfpläne widersprechen sich nicht. Sie überlappen sich nur teilweise. Und der vom Nationalen Impfgremium priorisiert mehr eben nach den medizinischen Kriterien. Und jener des Bundesministeriums nimmt auch Rücksicht auf sozusagen die Verteilungsmöglichkeiten. In Ihrem Plan, das hat mich etwas überrascht, finde ich auch die Empfehlung, Menschen mit einem Body-Mass-Index von über 30 früh zu impfen, gemeinsam mit den 70- bis 74-Jährigen. Laut Statistik Austria ist das mehr als 1 Million Menschen, die adipös sind, also einen so hohen Body-Mass-Index haben, stark übergewichtig sind. Macht eine so große Gruppe so früh Sinn? Nun, wenn die Möglichkeit besteht, macht es sicher Sinn. Wir wissen, dass Personen mit einem hohen Body-Mass-Index im Falle einer Corona-Erkrankung deutlich schwerer klinisch erkranken und auch komplikationsgefährdeter sind und auch, was die Todesfallzahlen betrifft, gefährdeter sind. Wenn es sich natürlich nicht ausgeht, ist keine Frage, dass es andere Gruppen in der Priorisierung gibt, die höherwertig sind. Das ist keine Frage. Über eine Gruppe haben wir in den vergangenen Tagen sehr viel gesprochen, nämlich die Impfungen für Bürgermeister, die sehr viel diskutiert wurden. Die Bundesregierung kritisiert das sehr scharf. Der Salzburger Landeshauptmann sagt aber sinngemäß, das sei durch ihre Empfehlungen gedeckt und durchaus sinnvoll und die Bürgermeister hätten nichts falsch gemacht. Was stimmt denn nun? Nun, es ist so, dass in der Priorisierung das die Infrastruktur kritischen Personal und natürlich auch hier in dem Fall jene Personen, die also für das öffentliche Leben ganz wichtig sind, in der Priorisierung schon etwas weiter hinten als die hochgefährdeten über 80-Jährigen etc. sind. Solche Einzelfälle wird es immer wieder geben, das soll es nicht entschuldigen, aber Tatsache ist, dass ganz egal, wie man das handhabt, auf jeden Fall man in irgendeiner Form kritisiert wird. Impft man die Politiker zum Beispiel frühzeitig, dann heißt es, sie sind zu früh drangekommen. Auf der anderen Seite, wenn sie sich nicht impfen lassen, sagt jeder, naja, die trauen sich nicht, sich impfen zu lassen, weil sie Angst haben vor den Nebenwirkungen des Impfstoffes. Also es ist ein bisschen eine Gratwanderung, erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl und ich glaube, das war der Hauptgrund, warum es hier zur Kritik gekommen ist, dass dieses Fingerspitzengefühl teilweise halt nicht gegeben war. Dahinter steckt auch noch eine andere Debatte, nämlich die Frage, welche Personen in Infrastrukturen, Einrichtungen, die zweifelsohne impfberechtigt sind, wie eben Altersheime, sollen denn tatsächlich geimpft werden? Also soll nur das Krankenhauspersonal geimpft werden oder auch die Buchhalter und die Chefs? Denn die Bürgermeister haben ja gesagt, sie sind die Chefs der Seniorenheime und deshalb auch impfberechtigt. Nun, also wenn ich mir ein Alten- und Pflegeheim anschaue, dann ist es natürlich so, dass das Personal, das täglich dort arbeitet, abgesehen jetzt vom, ob es Gesundheitsbereich ist oder nicht, also das ist genauso auch das Reinigungspersonal, das ist genauso auch zum Beispiel die Physiotherapeutin etc., das ist Personal, das unmittelbaren Kontakt auch immer wieder mit den Pflegeheiminsassen hat und die sind natürlich zu priorisieren, weil sie natürlich auch eine wesentliche Rolle spielen im Zustandekommen von eventuellen Infektionen. Also kein Vorrang für Chefs?
Nein, würde ich nicht sagen. Die Bundesregierung hat die Impfstrategie anfangs sehr stark auf den Impfstoff von AstraZeneca aufgebaut. Der verzögert sich jetzt und wie wir aus Studien wissen, wirkt er vielleicht auch nicht so gut wie die mRNA-Impfstoffe von etwa Moderna oder Pfizer. Hat eine Effizienz von laut Studien nur 62%. Lässt sich mit AstraZeneca tatsächlich auch eine Durchimpfung über den Sommer, wie sie ja angepeilt ist, erreichen? Na, sofern entsprechende Mengen geliefert werden, ist es sicherlich möglich, vor allem in der jüngeren Generation, hier Impfung durchzuziehen. Das ist keine Frage. Es kommt nur auf die Menge an. Die Tatsache, dass der Impfstoff etwas weniger effizient ist, ist im Moment nicht so sehr das Problem. Denn Hauptsache, er schützt vor allem vor schweren Erkrankungen oder vor Todesfällen. Und das tut er sehr gut. Warum ist es weniger relevant, ob ein Impfstoff 90% oder 62% wirkt? Nun, je mehr Personen ich individuell schütze, desto mehr ist natürlich auch der epidemiologische Effekt auf die Erkrankung. Das bedeutet, wenn ich wenig Impfstoff zur Verfügung habe, der 90% schützt, bedeutet das epidemiologisch einen weniger großen Effekt, als wenn ich sehr viel Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung habe, der etwas schlechter schützt. Zugleich machen uns zurzeit die ganzen Mutationen, also Virusvariationen, sehr stark zu schaffen. In einer Abwasserprobe in St. John in Pongau waren bereits Anfang Jänner 50% der Coronaviren von der britischen Virusmutation. Muss man jetzt quasi davon ausgehen, dass in Salzburg B117 schon gewütet hat? Ist das damit erwiesen oder ist das noch immer offen? Nun, ich würde sagen, es ist keine Frage, dass wir nicht auf einer Insel der Seligen leben und dass natürlich diese Varianten in Österreich Platz greifen. Ich bin sehr froh, dass hier in Österreich wirklich alles unternommen wird, um hier ein möglichst genaues epidemiologisches Bild zu zeichnen, zu wissen, wo welche Mutationen wie oft vorkommen. Denn das ist momentan unsere einzige Chance, diese Sachen auch einigermaßen im Griff zu behalten. Das Problem ist, wie gesagt, dass diese Varianten stärker infektiös sind. Und daher kann natürlich das Infektionsgeschehen mit diesen Varianten leicht aus dem Ruder laufen. Herr Dr. Kollerich, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gern. Und über den Preis der Krise diskutiert jetzt gleich im Anschluss auch meine Kollegin Claudia Reiterer im Zentrum. Mit welchen Gästen denn? Zur sogenannten No-Covid-Strategie ist der Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in München, Clemens Fuest, zu Gast. Zu Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Homeoffice außerdem Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, ÖVP, die Präsidentin der Bundesarbeitskammer Renate Anderl und die Unternehmerin Katharina Rauschmeier und die Gastronomin Farangis Firusian. Gleich nach der ZIB 2. Wir freuen uns auf Sie. Danke, Claudia Reiterer. Und damit zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT. Da werden immer mehr Verfehlungen bekannt. Nach der später als rechtswidrig beurteilten Razzia, den schweren Pannen rund um das Terrorattentat von Wien, geht es nun um eine spektakuläre Verbindung zum Fall Wirecard. BVT-Mitarbeiter sollen der deutschen Firma nebenberuflich die Daten von Anbietern pornografischer Internetseiten weitergegeben haben. Dem Vorstand Jan Marschalek soll der ehemalige Abteilungsleiter gemeinsam mit einem früheren FPÖ-Mandatar sogar bei der spektakulären Flucht geholfen haben. Wie die Presse berichtet, gab es heute eine weitere Festnahme. Stefanie Leodolter mit den Einzelheiten. Es soll laut Staatsanwaltschaft Personen geben, die, während sie hier im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung beschäftigt waren, auch hier für die deutsche Firma Wirecard gearbeitet haben. Laut Ermittlungsakt hätten sie personenbezogene Daten an Wirecard weitergegeben und die Zahlungsunfähigkeit von Anbietern pornografischer Websites überprüft. Für das BVT zuständig ist der türkise Innenminister. Die ÖVP bewertet die Erkenntnisse als Ermittlungserfolg. Das Bundeskriminalamt hat ermittelt, die Ergebnisse liegen nun vor und Innenminister Nehammer ist natürlich nach wie vor bestrebt, weitere Vorkommnisse zu untersuchen und aufzudecken. Der ehemalige Vorstand von Wirecard ist der Österreicher Jan Marschalek. Weil er die Bilanz der Firma um knapp 2 Milliarden Euro gefälscht haben soll, wird er international gesucht. Bei seiner Flucht im vergangenen Sommer von Bad Vöslau aus sollen ihm der ehemalige FPÖ-Mandatar Thomas Schellenbacher und ein ehemaliger Abteilungsleiter des BVT geholfen haben. Beide sind diese Woche festgenommen worden und heute noch ein weiterer BVT-Beamter, der ebenfalls im Zusammenhang mit Wirecard stehen soll. Dass im BVT einiges im Dunkeln liegt, ist bekannt. Dass vertrauliche Informationen per Nebenbeschäftigung an irgendwelche Firmen weitergegeben werden, trägt wohl kaum zum internationalen Renommee des österreichischen Geheimdienstes bei. Eine Reform soll es richten, die auch die Nebenbeschäftigungen der Belegschaft regeln soll, verspricht der Koalitionspartner.
Es gibt jetzt eine große Reform des BVTs. Das begrüßen wir auch von grüner Seite und treiben es auch maßgeblich voran. Wichtig ist dabei natürlich auch, Kontrollmechanismen für das Parlament hineinzubekommen. Dass die Verstrickungen der Firma Wirecard mit dem BVT nun Stück für Stück bekannt werden, sei erst der Anfang. Davon ist die mit dem Thema vertraute Fraktionsvorsitzende der NEOS im U-Ausschuss überzeugt. Ich glaube, das eine, das zu klären ist, ist die Verbindungen ins BVT. Wir brauchen ein Bundesamt, das hier sowas in Zukunft natürlich nicht mehr zulässt und effizient und professionell arbeitet. Das andere ist aber die Frage, wie tief etabliert die Netzwerke von Masalek in Österreich generell waren, in die Politik, in die Einflusssphären, wo wir sowas nicht sehen wollen. Und da sind wir erst bei der Spitze des Eisberges, dessen bin ich mir sicher. Denn, und so sagen es auch die Grünen, Jan Marschalek habe Beamte in Österreich gebraucht, gesucht und gefunden. Nur wie viele es waren, das wisse man noch nicht. Und wie die Staatsanwaltschaft Wien der ZIB2 am Abend bestätigt hat, wurde der ehemalige Abteilungsleiter des BVT mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt. Und wir berichten gleich noch darüber, was vom arabischen Frühling übrig blieb, nach weiteren Meldungen vom Tag im Überblick. Portugal hat heute seinen nächsten Präsidenten gewählt. Ersten Prognosen zufolge ist der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Die Wahlbeteiligung dürfte trotz des geltenden Lockdowns überraschend hoch gewesen sein. Bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten haben die Sozialdemokraten ihre absolute Mehrheit verteidigt. Laut vorläufigem Wahlergebnis hat die SPÖ rund 56% der Stimmen bekommen. ÖVP und Grüne haben jeweils dazu gewonnen. Die FPÖ musste ein Minus hinnehmen. Erstmals den Einzug ins Rathaus geschafft haben die NEOS. In den Niederlanden hat es bei Demonstrationen gegen die verschärften Corona-Maßnahmen Ausschreitungen gegeben. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie gilt in den Nachtstunden eine Ausgangssperre. Landesweit wurden Dutzende Menschen festgenommen und mehr als 3000 Geldstrafen verhängt. Im Osten Chinas sind 11 Bergleute gerettet worden, nachdem sie 2 Wochen lang verschüttet waren. Nach dem Grubenunglück in einer Goldmine werden immer noch 10 Menschen vermisst. Chinas Minen gelten als die gefährlichsten der Welt. In diesen Tagen jährt sich der arabische Frühling zum 10. Mal. Am 25. Jänner 2011 begannen die Massendemonstrationen in Ägypten. Hier am Tahrirplatz fanden sie ihren Höhepunkt. Diktator Hosni Mubarak musste kurz danach gehen. Die Hoffnung auf ein neues, ein demokratisches Ägypten, die wurde aber enttäuscht. Karim El-Gohari blickt zurück. Was blieb vom Frühling in Kairo? Morgen ist es genau 10 Jahre her, da strömten die Menschen auf den Tahrirplatz in Kairo. Dort wurden sie bereits von der Polizei erwartet. Eine Polizei, vor der sich die Menschen seit Jahrzehnten fürchteten. Doch diesmal wichen die Demonstranten nicht. Vorsichtig begann die Polizei, sich zurückzuziehen. Und dann, die Polizei flieht. Ein Moment, der dem Protest unglaubliche Stärke verlieh und das Gefühl, dass hier etwas ganz Besonderes im Gang ist. Auch die Aktivistin Mona Seif war damals dabei. Für einen kurzen Moment zogen wir damals durch die Straßen und es fühlte sich an, als ob wir diese eine Straße in Kairo erstmals in Besitz nahmen. Doch die Sicherheitskräfte schlugen zurück. Hunderte starben, Tausende wurden verletzt und die Wut, die wurde größer. Das Volk möchte den Sturz des Regimes. Und wenn sie uns alle umbringen, wir werden dieses Regime stürzen. 18 Tage später. Also ich weiß nicht, ob Sie das da hinten hören, da sind also auf der Straße Freudenfeiern. Gerade eben, vor wenigen Minuten, wurde verkündet von Omar Suleiman, dass Mubarak sein Amt niederlegt, an das Militär übergibt. Und das hier hinten ist die Reaktion. Da stürmen jetzt gerade die Menschen, strömen auf die Straße, winken mit ihren ägyptischen Flaggen. Und das wird ein Riesenfest jetzt hier gerade auf der Straße. Am nächsten Tag auf dem Tahrirplatz. Die Ägypter haben das erste Mal das Gefühl, dass ihnen das Land selber gehört und machen die verrücktesten Sachen. Es wurde aufgeräumt und verschönert. Es war dieses Gefühl der Menschen, dass ihnen das Land und seine Plätze und Straßen erstmals selbst gehören. Ein paar Wochen später, Adham ist tatsächlich ein Straßenkehrer. Er kann weder lesen noch schreiben.
Wenn er offizielle Dokumente unterzeichnet, benutzt er diesen Siegelring. Ich möchte, dass alle meine Kinder zur Schule gehen und so etwas nicht mehr brauchen. So einfach und so schwer waren die Forderungen an die Revolution. Seitdem ist viel passiert. Die Islamisten hatten die ursprünglichen Wahlen gewonnen. Dann hat das Militär die Macht an sich gerissen. Heute wird das Land von dem ehemaligen Militärchef und heutigen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit eiserner Faust regiert. Jeder Dissens wird weggesperrt. Die Angst vor der Polizei ist größer denn je. Längst wurde in Ägypten das Rad der Geschichte zurückgedreht. Die heutigen Herrscher am Nil würden den 25. Januar vor 10 Jahren und die damalige Arabellion am liebsten vergessen machen. Was bleibt, ist das kollektive Gedächtnis der damaligen Aktivisten. Zumindest für einen kurzen Moment hatten sie erlebt, dass Veränderung tatsächlich möglich sein kann. Keine Veränderung gibt es beim Jännerwetter. Das bleibt uns erhalten, die Aussichten für die nächsten Tage. Die ganze Woche hindurch werden Tiefdruckgebiete in unser Wettergeschehen eingreifen. Morgen betrifft das vor allem das Gebiet von Vorarlberg bis Salzburg. Zeitweise sonnig ist es morgen nur im Nordosten. Im restlichen Österreich dominieren die Wolken und im Westen ist mit Schneeschauern zu rechnen, bei -2 bis +4 Grad. Am Dienstag und am Mittwoch scheint im Süden die Sonne, die Alpen entlang und weiter nördlich geht es mit Schauern und Tageshöchstwerten um den Gefrierpunkt weiter. Das war die ZIP 2 am Sonntag. Hier diskutiert jetzt gleich im Anschluss Claudia Reiterer im Zentrum. Wir sind am Morgen wieder für Sie hier. Starten Sie gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen.